Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind wieder zurück bei Civilization 6. Ich freue mich, wir sind zurück bei unseren Schweden. Und ihr hattet mir im Zuge der letzten Videos vor der Pause ja viele Hinweise mitgegeben. Vor allem zwei, die sehr energisch vorgetragen wurden. Zu Recht, weil das Sachen sind, die ich übersehen hatte. Das erste ist, in Helsingborg muss die Stadtmauer repariert werden. In der Tat, das findet sich hier ganz unten bei Projekte. Habe ich übersehen, müssen wir noch reparieren. Machen wir, wenn die Werkstatt durch ist, denke ich mal. Ist im Moment kein akutes Problem, Gott sei Dank. Das zweite ist, ich habe diese Allianzmöglichkeit völlig übersehen. Ich habe die immer beim Handel gesucht. Dabei ist das eine extra Option. Und insofern werden wir gleich mal Allianzen versuchen zu schließen mit unseren beiden Freunden Mansa Musa. Hier unten ist das nämlich Allianz und ich denke, weil der ist so ein, ja, so ein Handelsfreak und Goldfreak, ich denke mal, mit dem werden wir eine Wirtschaftsallianz machen, das finde ich ganz gut. Goldbonus durch Handelswege von Verbündeten und Goldbonus durch Handelswege zu verbündeten Städten, das wird uns auf Dauer, glaube ich, helfen. Okay, wir könnten vielleicht hier nochmal was probieren. Neu, nö, dann machen wir es nicht. Dann, also, beziehungsweise, dann machen wir es ohne Gold. Einfach so. Handschlag und Angriff. Sehr schön. Ist gut. Die erste Allianz haben wir und die zweite werden wir mit Coupé versuchen. Und hier, auch wenn wir nicht genau wissen, wo er eigentlich siedelt, aber wir wissen, wir haben einen gemeinsamen Feind, nämlich den Ungarn. Wir wissen auch inzwischen, er ist schon in einen Krieg eingetreten gegen die Osmanen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ich würde gerne mit ihm eine Militärallianz machen. Machen wir mal. Das sollte auf jeden Fall sein, dass wir so eine haben. Und insofern, zack, wunderbar. Dann haben wir zwei Allianzen. Das sichert uns schon mal deutlich ab. Ich werde mal zu Wilfried nochmal eine Delegation schicken, aber er ist nicht bereit. Also das wird interessant sein. Oh, wir haben eine Inspiration, sehr gut. Das wird interessant sein, inwieweit sich jetzt die Situation hier mit den Kanadiern im Süden ein bisschen verschärft, ob die möglicherweise auch zu unseren Widersachern werden. Interessant ist auch, dass die Ungarn bisher nicht gegen uns weiter agiert haben. Das wird vermutlich für sie jetzt auch schwieriger noch werden durch diese beiden Allianzen. Ich denke, wir sind jetzt einigermaßen gut abgesichert. Was ist jetzt eigentlich die große Linie? Ich würde mal sagen, die große Linie ist Landesentwicklung, Landesausbau, friedlich, Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und so weiter und gleichzeitig möglichst versuchen, die Welt zu erkunden, die Meere zu erkunden. Vorsichtig fangen wir damit an, indem wir eine Karawelle produzieren, um dann möglichst andere Kulturen kennenzulernen, mit ihnen auch Handel zu treiben, Diplomatie zu betreiben. Wir wollen mit so viel wie möglich Nationen befreundet sein. Was die Stadtstaaten betrifft, ist Hattusha hat absoluten Vorrang, das ist klar. Aber als nächstes, falls wir noch die Möglichkeit dafür haben, würde ich sagen, Banda Brunei ist auch eine interessante Option. Als Puffer sozusagen auch gegenüber Kanada finde ich das ganz spannend und bringt auch Gold. Also wenn wir dort souverän werden, wäre ich nicht traurig. Gut, soweit in Ordnung. Ich glaube, wir können in die nächste Runde gehen und schauen mal. Nein, eine Sache wollte ich, glaube ich, noch machen. Ja, ich wollte hier ein Geländefeld kaufen, um das Banda Brunei vor der Nase wegzuschnappen. Machen wir das mal. 155, nicht, dass sie sich dorthin noch ausdehnen hier, wo der Bernstein ist. Ansonsten gehen wir in die nächste Runde. Und wir sind in der Renaissance. Ich habe gesehen, ich habe, glaube ich, aus Zwecken, aus Gründen eines Infovideos habe ich, glaube ich, die Bewegung auf schnell gestellt. Das will ich mal wieder umstellen für das Let's Play. Finde ich es eigentlich stimmungsvoller, wenn die Einheiten sich nicht so schnell bewegen. Ich mache mal kurz einen Schnitt. So, und da bin ich wieder und jetzt sollte das anständig eingestellt sein. So, hier haben wir eine Einheit, die einen Befehl gebraucht. Hier wollten wir den Regenwald entfernen. Genau, das war noch die Aktion. Sehr schön, ein bisschen Produktion für die Karawelle können wir gut gebrauchen. Und der Handwerker verschwindet. Wir müssen auf jeden Fall wieder sparen für den nächsten Handwerker. Ich habe schon wieder einiges vor mit Handwerkern. Hab mir schon mal wieder... Was ist das? Ist doch schnelle Bewegung an. Verdammt, da ist irgendwas schiefgegangen. Schaffe mit dem Herzen, baue mit dem Geist. Aber als Söldner, hey, wir gehen überall hin, wo es Geld und Ärger gibt. Gut, wir haben eine neue Ausrichtung. Wir haben Söldner freigeschaltet, Berufsarmee, Nachlass für Einheitenverbesserung. Das sollten wir auch nutzen, weil wir dann günstig unsere
Bogenschützen upgraden können. Handelsfluktuation brauchen wir jetzt noch nicht. Ich gucke aber mal. Die Leibeigenschaften will ich noch lassen. Ich würde sagen, ich lasse im Moment das so, wie es ist. Und schaue nochmal in die Option rein, was da schiefgegangen ist, dass sich das jetzt trotzdem weiter so schnell bewegt. So, jetzt müsste es stimmen. So, und jetzt gucke ich mal, können wir uns hier dieser barbaren Schwertkämpfer erwehren? Unsere Plänkler. Wenn wir jetzt einmal angreifen, ohne getroffen zu werden, müsste es eigentlich klappen. Wir stehen ja auch im Wald. Ich würde mal sagen, ja. So, die haben jetzt ordentlich Schaden genommen. Ich denke nicht, dass sie uns töten können. Wir können uns ganz gut wehren. So, wir haben eine neue Stadtstartquest von Lissabon. Haben wir Lissabon gerade entdeckt? Ja, okay. Sie haben uns, glaube ich, eher gefunden als wir sie. Genau, da sind Schwertkämpfer aus Lissabon. Das ist interessant. Und was ist ihre Quest? Handelsweg entsenden. Das ist ja nicht so kompliziert. Halt, das wollte ich nicht gucken. Ich wollte gucken, Lissabon, da könnten wir mal plus 4 Gold in der Hauptstadt, nimmt man gerne mal mit. Mansa Musa ist souverän. Mansa Musa ist überhaupt bei 3 Städten souverän. Das ist ganz interessant mal zu sehen. Habe ich noch gar nicht beachtet. Und Matthias, der Ungar, ist in Valletta souverän. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Hier in unserer Flanke gewissermaßen. Okay, hier müssen wir eine neue Ausrichtung wählen. Und ich wollte ja gerne auf Erkundung gehen, um die Republik freizuschalten. Allerdings, Gouverneurtitel brauchen wir auch, weil wir da eine neue Stadt gründen wollen. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Halt, da muss vorher... Ach, die Mittelaltermärkte müssen sowieso vorher kommen. Ja, dann machen wir das. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal zu unseren Einheiten. Hier haben wir noch einen Handwerker, das ist gut. Hier will ich auf jeden Fall den Bauernhof haben. Das passt. Hier hinten haben wir auch noch einen Handwerker. Hatte ich das letzte Mal dort was gemacht? Vermutlich. Genau. Dann kommt hier jetzt die Weide. Hervorragend. Als nächstes wollen wir hier den Siedler nutzen, um diese Siedlung hier zu etablieren und zu prüfen, ob der Druck aushaltbar ist oder nicht. Also im schlimmsten Falle... Ne, zerstören können wir unsere eigenen Siedlungen nicht. Naja, es könnte knapp werden, es könnte heikel werden. Ich glaube, der Druck ist ziemlich hoch, aber wir werden sehen. Wir werden natürlich dafür einen Gouverneur nutzen müssen. Würde ich gerne 9 haben, weil die jetzigen sehr, sehr gut verteilt sind. Die würde ich da eigentlich ungern abziehen, da wo ich sie jetzt habe. Aber schauen wir mal, das ist Zukunftsmusik. So, die Maori haben ein Kunstmuseum gebaut. Wow, die sind ja sehr fortschrittlich in dieser Zeit, 580 nach Christus. In der Renaissance, na gut. Obwohl, Zeit der Museen war das noch nicht. So, das wird hier eine ganz knappe Kiste. Ah, wir haben eine Förderung verfügbar. Okay, wir könnten ihn töten. Oder wir könnten uns befördern. Ich tendiere eher zum Töten. Eine andere Gefahr besteht hier nicht. So, spann deinen Pfeil. Hervorragend. So, dann kannst du dich da erstmal ausruhen, befördert werden und so weiter. Wie bitte? Wir müssen jetzt ein Pantheon wählen. Hat das überhaupt noch eine Bedeutung? Hat er... Wie ist das eigentlich? Das bin ich mir gar nicht so sicher. Hat der Pantheon eine Bedeutung, auch wenn sämtliche unserer Städte schon von allen anderen Religionen beeinflusst sind? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich wähle ihn mal einfach... Ich will mal dadurch so ein... so ein No-Brainer-Glaubenssatz, wo es eh egal ist. Okay, mal gucken, was nehmen wir dort. Das könnte man nehmen. Jagdlage haben wir auch relativ viel. Gott des Meeres ist interessant für uns. Göttlicher Funke ist auch gut für uns. Wir sind ja scharf auf große Persönlichkeit. Wisst ihr was? Ich nehme mal göttlicher Funke. Keine Ahnung, wie gesagt, ob das eine Auswirkung hat. Das könnte ich ja prüfen. Plus 1 große Persönlichkeitenpunkte durch zum Beispiel Campus-Wissenschaftler. Das könnte man direkt doch mal prüfen. Wir bekommen... Warte mal, die großen Persönlichkeiten. Wir bekommen bei großen Wissenschaftlern 4,6 Punkte. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo die jetzt alle herkommen.
So einfach lässt sich das offenbar nicht prüfen. Na gut, immerhin Zeitalterpunkt bekommen. Und hier können wir befördern. Achso, das war ja die Geschichte. Können wir beim nächsten Mal da machen. Halt, nein, nein, nein. Ich habe wieder eine Bewegung. Auswärts. Ach, das ist ätzend. Hatte ich schon mal gesagt, ne? Aber hat er, glaube ich, nicht. Hat er, glaube ich, nicht genommen. So, Produktion heben. Was ist hier gebaut worden? Die Werkstatt in Uppsala. So, in Uppsala gibt es ein paar nette Sachen, die wir machen könnten. Ah, ich würde gerne einen Staudamm bauen, weil, das habe ich jetzt erst mitbekommen, ein Staudamm verhindert die kompletten Überschwemmungen bzw. den Schaden des kompletten Flusses. Das heißt, ein Staudamm würde also an drei Städten sozusagen Hilfe leisten. Wobei hier es keine Überschwemmung gibt, aber hier... Andererseits haben wir die Gouverneurin hier, die ja sowieso Schäden durch Umwelt vermeidet. Das ist knifflige Sache. Aber was viel Besseres sehe ich im Moment hier nicht. Insofern würde ich sagen, machen wir das. Wir bauen hier mal den Staudamm. Und zwar auf dieses Feld. Das gefällt mir ganz gut. Okay, wow. Beeindruckend. Sehr schön. Cool. Sieht gut aus, gefällt mir. Okay, was haben wir hier gebaut? Den Kornspeicher. Ja, ich glaube, es ist ganz klug, wenn man hier auch eine Stadtmauer baut, weil der Kanadier hier direkt an der Grenze ist. Deswegen gehen wir mal hier auf Nummer sicher und machen das. So, so, wir haben hier noch einen Handwerker frei. Ich glaube, wartet mal, hier kommt jetzt gleich ein Einwohner, der wird dort hingehen. Das heißt, wir brauchen möglicherweise gar nicht so dringend hier einen weiteren Handwerker. Das heißt, wir können ihn zum Beispiel nach Karlstadt bringen, wo er im Moment nötiger ist. So, aber wir haben noch weitere Not an Handwerkern. Und zwar deshalb werde ich in Uppsala noch einen mir leisten, noch einen kaufen. So, 420, sehr gut. Der müsste jetzt eigentlich 6 Ladungen haben. 2 durch die Politik und 1 durch Gouverneurin Liang, glaube ich zumindest. Mal schauen, ob das stimmt. So, hier war die Weide. Und damit ist er auch durch. Wobei hier auch irgendwann noch eine Weide hin... Nee, wir haben tatsächlich noch eine Ladung, wie es aussieht. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wie lange braucht jetzt unsere Karawelle? 9 Runden. So. Ha! Er fordert von uns Geld? Lachhaft. Lehnen wir ab. Der macht Stress. Irgendwas war eben mit Mansa Musa und den Ungarn. Das habe ich nicht ganz gesehen. Können wir uns vielleicht gleich nochmal angucken. Cool wäre man wenn man einstellen könnte, dass die Apostel und so diese religiösen Einheiten, dass die sich schnell bewegen und der Rest normal. Das wäre irgendwie eine sehr praktische Angelegenheit. Okay, wir haben hier noch 2 Ladungen. Dann ist das ganz gut. Ich will aber vorher kurz noch mal gucken, was bei Mansa Musa los war, gerüchteweise. Irgendwas habe ich da übersehen. Letzte 10 Runden. Mali, Freundschaft mit Maori. Ja, nee. Das war vielleicht was anderes. Okay, so. Dieser Handwerker. Den könnten wir in Stockholm gebrauchen. Hier ist noch ein Sägewerk drin. Oder wir sagen, wir kaufen uns ein Feld hier. Das wäre auch eine Möglichkeit. 195 haben wir. 165 kostet es. Ja, das ist wahrscheinlich besser, als wenn der dort arbeitet. Komm, wir sind reich, wir leisten uns das. Dann marschier mal dorthin. Das ist okay. So, das ist der neue Handwerker. Der hat tatsächlich diese 6 Ladungen. Uppsala selbst könnte noch eine Farm gebrauchen. Vielleicht hier ein Sägewerk. Das ist nicht so zwingend, aber vor allem können wir das hier unten anschließen. Aber in Helsingborg kann man sehr schön hier noch ein Sägewerk machen. Hier auch noch eine Farm. Also hier oben ist einiges nötig. Also gehen wir vielleicht hier erstmal hin zum Bauernhof. Gut, du kriegst jetzt deine Beförderung und machen wir mal, gib ihm mal Alpin und dann wird er... Ah, wir hätten ihn noch benennen können, aber naja. Okay, Wilfried noch hier vor einem Eingreifen bei der Agenda Herrscher der Minen gewarnt. Mhm.
Na gut. Also wir haben dieselben Feinde und Probleme. Hier sind Barbaren in der Nähe. Da müssen wir aufpassen. Wir könnten aber auch hier gleich wieder zuschlagen oder wir hauen ab. Am Ende, was wollen wir eigentlich hier noch? Wir wollen diesen Bereich noch erkunden und da wollen wir irgendwie hinkommen. Die Frage ist, wie? Hier versperrt das Gebirge den Weg. Ich denke, wir gehen oben rum und hauen einfach ab. Das ist jetzt, wird jetzt zu nervig. Gut. Kolossus ist gebaut worden. Und wir haben einen Suzerän verloren. Gut, deswegen habe ich ja immer eine Reserve dabei. Hattusha ist uns zu wichtig. Wer konkurriert denn mit uns hier eigentlich? Das ist Wilfried Lauri. Was will der denn mit Hattusha? Der macht uns da echt Konkurrenz. So, dann investieren wir natürlich weiter. Okay, die Sache ist wieder geritzt. Sehr gut. Produktion wählen. Kornspeicher ist gebaut in Karlstadt. Wenn wir hier die Siedlung bauen, dann ist das nicht so gefährdet. Vielleicht vermeidet, muss jetzt vielleicht nicht eine Stadtmauer sein, oder? Ja, was wollen wir eigentlich? Diese Stadt wird riesige Probleme haben mit der Produktion. Das ist jetzt schon ganz klar. Aber Produktion braucht man für alles. Das ist so ein bisschen das Blöde. Ja, das ist die Frage. Wollen wir hier noch einen Hafen bauen? Handelszentrum ohne Hafen ist auch Schwachsinn. Unterhaltungskomplex haben wir noch nirgendwo. Vielleicht könnten wir hier mal... Aber ich meinte, was kriegt der denn für... Nee. Aber einfach nur so, um es mal irgendwo zu haben. Kommt, Karlstadt wird die Vergnügungsstadt am Meer und an der Wüste. Das wird unser Las Vegas gewissermaßen. Also lasst uns hier so ein Unterhaltungskomplex bauen und zwar direkt in die Wüste rein. Ist doch ganz witzig. Okay. Wunder oder sowas kriegen wir hier eh nicht hin. Wo würde es am besten passen? Packen wir es da. So. Hier sollte eine Farm gebaut werden. Hervorragend. Ah, Uppsala wird so eine Großstadt. Es ist eine Freude anzusehen. So, hier kommt ein Bauernhof hin. Damit es Karlstadt gleich besser geht, beziehungsweise das Wachstum schneller vorangeht. Ihr strebt nach Macht, nach nichts anderem als Macht, aber Ungarn wird sich euch bis zum bitteren Ende widersetzen. Gott, was hast du für Probleme? Ihr besetzt eine Stadt dieses Oberhauptes. Ach so, okay. Stimmt, das haben wir nicht, wir haben nicht Lass abgefordert, ne? Das heißt, er hat immer irgendwie noch so einen Frust auf uns. Und wird das immer als legitimen Kriegsgrund sehen. Das hatte ich, glaube ich, beim Frieden nicht akkurat beachtet. Aber egal, ich fühle mich ganz gut aufgestellt und gerüstet. So, 5 Ladungen haben wir. Wollen wir jetzt hier noch das Sägewerk machen? Wo arbeiten denn unsere Leute? Ja, ich glaube, das können wir ruhig machen. Gehen wir da noch hin und bauen doch mal dort das Sägewerk das nächste Mal. Und hier würde ich gerne erstmal heilen, bevor wir weiterziehen. Gut, ich habe übrigens jetzt auch angestellt, es gibt hier die Optionen, hier ist das glaube ich genau, dass man die Beschriftung auch bei den Gebirgen und bei den Wüsten anstellen kann. So, dass wir jetzt hier schön auch die Gebirgsnamen und die Wüstennamen sehen. Das finde ich ganz hübsch. Nächste Runde. Nein, noch nicht nächste Runde. Sondern erstmal noch die nächste Weide. Profitiert die auch noch von Artemis? Ich glaube nicht, die ist zu weit weg, ne? Die Maori haben ein archäologisches Museum gebaut. Also die machen ja richtig einen auf Kultur, wie es aussieht. Ich dachte, das wären die Naturschützer hier. Aber offenbar sind sie auch Kulturschützer. So, eine Ladung haben wir noch. Und da weiß ich genau, wo ich hingehe. Nämlich hier hin, um dort das Sägewerk zu bauen. Okay, weiter geht's. Wir sind hier, wir bauen hier auch ein Sägewerk. Meine Produktion ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. Hier ist übrigens auch so ein hübsches Reisfeld, sehe ich gerade. Wow, Uppsala ist so, hat so viel Nahrung. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das werden wir uns, das wird auch noch irgendwann zu uns kommen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht kaufen. Gut, gehen wir nochmal in die nächste Runde. Tja,
Da streiten sich die Geistlichen. Ein Streit, der uns wenig interessiert. Die bedanken sich hier gegenseitig laufend für die Einhaltung ihrer Agenten. So, und was haben wir gebaut? Die Werkstatt. Sehr schön, in Helsingborg. Das heißt, wir können endlich das von euch so lange geforderte, Reparatur der Stadtmauern in Gang bringen. Und die Werkstatt ist natürlich auch absolut wichtig. So, jetzt ziehen wir hier nach Helsingborg. Wie viel Ladung haben wir noch? 4. Was wollen wir in Helsingborg machen? Ich glaube, wir können einen Dschungel entfernen und wir können 2 Sägewerke bauen. Fangen wir mal mit diesem Sägewerk hier an. Ja, liebe Leute. Und ich würde sagen, dabei belassen wir es dann erstmal. Wir sind ins Jahr 700 gekommen. Die Ungarn hassen uns, aber sie trauen sich offenbar nicht, uns anzugreifen, was ich für eine ganz schöne Ausgangssituation finde. Halte. So, das nächste Mal werden wir den Siedler bekommen, dann diese Siedlung bauen und hier, das wird richtig, ja, das wird spannend, ob wir hier bestehen können. Mal sehen. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.